Herzlich willkommen zu Teil 43 der Reihe über komplexe Funktionen. Wir beginnen heute damit, uns mit Phasenporträts zu beschäftigen. Wir haben in den letzten Folgen komplexe Funktionen, hier muss ein P hin, dreidimensional betrachtet, in dreidimensionalen Darstellungen, und durch die Farbkodierung haben wir eine vierte Dimension sogar mit einbezogen. Und jetzt machen wir sozusagen einen Schritt zurück und betrachten eine Darstellung, wo wir die Phase von f von z betrachten und den Betrag aber ignorieren. Wir wissen ja aus der Polardarstellung, dass z, eine komplexe Zahl z, dargestellt werden kann als z-Betrag mal der komplexen Phase. Und die Phase ist also gegeben dann durch diesen Exponentialausdruck e hoch e phi. Und das entspricht z durch z-Betrag. Wir werden also sogenannte Phasenporträts komplexer Funktionen so darstellen, dass die Bildschirm- oder Papierebene die z-Ebene entspricht, also dem Definitionsbereich. In der Papierebene werden wir dann real- und imaginärteil von z darstellen und durch eine Farbe aus dem HSV-Farbraum, den wir in Folge 39 vorgestellt haben, wird dann die Phase von f und z dargestellt und der Betrag von f und z, wie gesagt, der wird übergangen an der Stelle. Die Idee zu diesen Phasenporträts, die stammt aus dem Buch von Elias Wegert, das ich in Folge 1 bereits genannt hatte. Das Buch finde ich sehr, sehr empfehlenswert, wer sich also damit näher befassen möchte mit diesen Phasenporträts, da kann man so einiges draus lernen. Welche Informationen kann man jetzt einem solchen Phasenporträt entnehmen? Betrachten wir ein einfaches Beispiel, die Funktion f von z gleich z. Und dann betrachten wir zunächst mal einen Punkt z0, der nicht der Nullpunkt ist. Zum Beispiel der Punkt 1 plus i in der komplexen Ebene, also im Definitionsbereich der Funktion. Und dann fragen wir uns, welche Phasen, was also Farben in dem Phasenporträt entspricht, kommen in der Nähe dieses Punktes vor. Und dann stellen wir uns dazu vor, wir betrachten ein W mit einem kleinen Betrag, also einen sehr kurzen Vektor sozusagen, und lassen diesen von z0 aus einmal im Kreis um z0 herumlaufen. Das soll heißen, wir betrachten einen Punkt z0 und dann betrachten wir einen kleinen Vektor W, der in verschiedene Richtungen zeigt und jeweils eine Zahl z0 plus w sozusagen erzeugt auf diese Weise. Und dann gucken wir uns an, wie sieht die Phase von z0 plus w aus im Vergleich zur Phase von z0. Und tatsächlich ist die Zahl z0 plus w, weil w ja einen sehr kleinen Betrag hat, sehr nah bei z0. Und daher hat diese Zahl z0 plus w eine sehr ähnliche oder sogar die gleiche Phase wie z0 selbst. Und damit sind die Farben in der Nähe von z0 eben nahezu stationär. Das heißt, da taucht nur eine Farbe auf in der Nähe von z0. Betrachten wir jetzt im Vergleich dazu ein z0 gleich 0, also eine Nullstelle der Funktion. Zur Erinnerung, wir hatten ja in diesem Beispiel die Funktion f von z gleich z. Da gibt es nur die eine Nullstelle bei der 0. Und wir lassen wieder so ein w um dieses z0 herumlaufen. Und dann ist es aber so, z0 plus w ist ja w. z0 haben wir ja als 0 angenommen in dem zweiten Fall jetzt hier. Und das heißt, dass w durchläuft den gesamten Winkelbereich von 0 bis 360 Grad, wenn wir wieder annehmen, wir haben so einen Punkt z0 und laufen einmal drumherum mit dem w. Und damit durchläuft die Phase den gesamten Winkelbereich von 0 bis 2 Pi oder 0 bis 360 Grad und damit auch die Farben des Farbkreises. Und wenn wir uns jetzt das Phasenporträt angucken, der Funktion f von z gleich z, dann sehen wir hier Realteil und Imaginärteil von z selber. Und wir sehen hier den Nullpunkt, wo die Funktion selbst ja auch den Wert 0 annimmt. Und wir sehen jetzt, dass tatsächlich in der Nähe dieses Nullpunktes, wenn man jetzt hier einmal drumherum läuft, dass dann all die Farben aus dem Farbkreis angenommen werden. Und wenn man jetzt ein Stück weggeht vom Nullpunkt, also hier hin zum Beispiel, dann sehen wir, dass hier die Phase stationär ist oder hier oder irgendein anderer Punkt, der ein Stück weg ist vom Nullpunkt. Da haben wir eine nahezu stationäre Phase, sodass sich da die Farbe nicht groß ändert, weil man ein bisschen von diesem Punkt sich wegbewegt. Hier nochmal zum Vergleich das Phasenporträt, was wir gerade gesehen haben, und zum Vergleich der Farbkreis. Und wir sehen, dass wir tatsächlich den Farbkreis, wenn wir jetzt den hier drüber legen sozusagen, wenn wir jetzt hier irgendwo einen Kreis mit dem Radius 1, das kann ich leider nicht so schön zeichnen. Wenn man jetzt hier einen Kreis mit dem Radius 1 legen würde, dann entspricht die Abfolge der Farben in diesem Phasenporträt genau der Abfolge hier in dem Farbkreis. Und das ist also eine Eigenschaft eines solchen Phasenporträts, dass wenn wir hier um eine Nullstelle herumlaufen, dass wir dann durch den Farbkreis einmal durchlaufen.
Das war die kurze Einführung in Phasenporträts und dann schauen wir uns in der nächsten Folge einige Beispiele dazu an. Vielen Dank.